Schön, dass du da bist und vielen Dank für dein Interesse an meinem Lehrbuch Handpan spielend lernen. Dieses Buch ist für mich ein Grundlagenwerk mit allen wichtigen Informationen, die du brauchst, um in einen sehr hohen, fortgeschrittenen Level zu finden. Vorweg, wenn das Buch bei dir daheim ist, fang an, es erstmal richtig schön aufzudehnen und das kannst du ruhig an mehreren Stellen machen. Und dann liegt es auch sehr flach auf deinem Notenständer oder wo auch immer du das dann hast. Drei Kapitel führen dich von Anfang bis ins Ziel. Im ersten Teil Verstehen und zu begreifen geht es um alles, was du brauchst, um zu beginnen, um überhaupt zu wissen, wie setze ich mich hin, was gibt es überhaupt für Stellen, wo ich spielen kann, wie schauen die Tonfelder aus, mit welchen Fingern spiele ich, wie muss ich überhaupt spielen. Ich habe eine Notenschrift entwickelt, die angelehnt an die Perkussions- und Schlagzeugschrift ist, dass wenn du jetzt Schlagzeuger bist oder auch von Perkussionsinstrumenten kommst und die Notenschrift gewöhnt bist, sehr schnell in diese Schrift auch hineinfinden kannst. Wichtig an der Stelle ist, du brauchst keine Notenkenntnisse, gar nichts. Du kannst auch letztlich auf dieses Notenbild im Buch komplett verzichten, weil jede Übung, die ich hier beschreibe, wird vom Text her beschrieben. Also zum Beispiel hier, spiele mit deinen Zeigefingern auf Dung eine regelmäßige Hand-to-Hand-Bewegung. Die Hand-to-Hand-Bewegung habe ich natürlich vorher erklärt. Und du kannst aber auch mit Hilfe dieser QR-Codes dir diese Übungen anschauen auf dem Video. Ja, du kommst hier direkt übers Handy zu den Videos, bei YouTube sind die gelistet. Oder wenn du das nicht übers Handy machen willst, sondern am PC, findest du in der Videoübersicht hier im grauen Kasten den Login zu den Videos und auch, wo du das Passwort dafür findest. Des Weiteren habe ich noch eine vierte Möglichkeit, es zu verstehen. Und zwar habe ich eine eigene Handpan-Fingersprache entwickelt, die etwas komplexer ist wie nur normalerweise R und L für rechts und links. Im zweiten Teil geht es dann vertiefen und verfeinern. Das heißt, jetzt geht jetzt los, wie komme ich überhaupt ins Spiel? Ja? Was kann ich denn machen? Ich kann einen Single spielen, ich kann einen Double spielen. Wie mache ich das genau? Dann wird es immer raffinierter. Ich verbinde Single mit Double, gehe aus der Hand-to-Hand-Bewegung raus. Wie spiele ich einen Dreier? Dann kommen irgendwann Arpeggio, ganz wichtiges Element auch auf der Handpan. Dann geht es darum, mehrere Töne gleichzeitig. Ich kann ja auch mehrere Töne, bis zu vier Töne gleichzeitig auf der Handpan spielen. Wie mache ich das? Dann polyrhythmisches Spiel, 2 gegen 3. Also da wird es dann schon ein bisschen komplexer, aber das sind auch Rhythmen, die wirklich oft bei der Handpan verwendet werden. Ein weiterer wichtiger roter Faden, der durchs ganze Buch geht, sind die Seiten, wo es um deine Übungspraxis an sich geht. Wie geht's dir gerade? Wie gestresst fühlst du dich? Bist du noch am Lächeln? Ja? Also das, was dahinter steckt. Bist du frustriert? Macht's mega Spaß? Hast du das Gefühl, du kommst nicht vorwärts? All diese Momente, die ja zur Übung auch gehören und die so, so wichtig sind, dass man die auch parallel beobachtet. Denn die Begegnung mit der eigenen Kreativität ist ein Eintauchen in einen Raum mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und genau darum geht es dann auch in dem letzten, dritten Teil. Eigene Stücke entstehen. Und hier geht es darum, wie kommst du denn jetzt mit diesen Rhythmen, die ich in den ersten beiden Teilen vorgestellt habe, in deine Musik? Wie werden daraus Stücke? Ja, und hier führe ich dich Stück für Stück über die Struktur von Liedern, die einfach uns sehr vertraut sind, auch mit ihren verschiedenen Teilen, Strophe, Refrain, Intro, Outro. Wie hängt das alles zusammen und wie kann ich mir das zunutze machen, um meine ganz eigene Musik zu machen? Und ganz am Schluss habe ich dann noch eine Sammlung an Rhythmen, ich nenne sie die Grundgrooves, mit denen du im Sinne von dem, wie ich es im Buch beschreibe, arbeiten kannst. Also die Teile sind jetzt gerade der zweite und der dritte Teil eher auch dafür da, dass man hin und her springt und sich im letzten Teil dann immer wieder auch einen neuen Groove vielleicht sucht,
mit dem er dann weitermachen will. Ich spiele kein einziges fertiges Stück vor in diesem Buch. Nein, weil ich das auch gar nicht will. Ich will, dass du in deine Musik findest. Und ich will, dass du mit der Handpan dieses große Geschenk annimmst, ja, dass es wenig zum Nachspielen gibt, dass du dieses wundervolle Instrument einfach auf deinem Schoß hast und in dein Spiel findest. Und dass du aber trotzdem von mir anhand dieses Konzeptes, was darunter auch liegt, Hilfestellungen bekommst. Wenn du das Gefühl hast, ach, Bücher sind mir zu trocken oder du hast das Buch daheim und merkst, ach, irgendwie ist es mir doch zu mühsam, damit zu arbeiten, dann gibt es inzwischen die Möglichkeit, mit Online-Kursen zu arbeiten, die ich auch aufgenommen habe. Da gibt es Die Reise beginnt, zum Beispiel mein Online-Kurs, und da arbeite ich beispielhaft mit 4 Rhythmen, 2 Zweier und 2 Dreier, genau im Sinne dieses Buches, von dem Erlernen des Rhythmuses bis hin zum eigenen Stück. Und die Fortsetzung heißt dann Unterwegs. Das ist dann für etwas schon fortgeschrittenere Spielerinnen und Spieler, die auch das Hand-to-Hand schon sehr gut kultiviert haben und da nicht mehr viel denken müssen. Und da geht es dann auch mehr noch in die Polyrhythmik, in Akkorde, in den hinteren Teil. Auch von Übungen, die in diesem Buch sind. Also diese 2 Online-Kurse haben dieses Buch als Grundlage, ebenso wie auch meine ganze Arbeit darauf aufgebaut ist, beziehungsweise das Buch meine Grundlagen in meiner Arbeit beschreibt. Ja? Wenn dann du sagst, ach, die Online-Kurse habe ich schon oder da bin ich schon mit am Arbeiten, ich will aber noch Feedback bekommen, ich will dich persönlich greifen, dann gibt es die Winterkurse. Die gehen von November bis März in festen Gruppen und das geht zwar auch online, aber da bin ich live da. Einmal im Monat gibt es einen Workshop mit neuem Input und nach 2 Wochen, also zwischen den Workshops, nochmal einen Treffpunkt, wo man Fragen stellen kann, zeigen kann, wo ich gerade stehe. Und auch dieser Zyklus ist was Wundervolles, weil da ganz tolle Communities entstehen. Handpan Freunde, Freundinnen, das ist irre, was da sich entwickelt über so 5 Monate. Und das Tolle ist, diese Winterkurse, die Menschen, die wollen, können dann im August zu einem 6-Tages-Kurs kommen auf der Burg Rothenfels bei Würzburg und sich kennenlernen und live dann wirklich auch mal eine ganze Woche miteinander musizieren. Also das ist, glaube ich, inzwischen ein ganz kompaktes Sammelsurium an Möglichkeiten und trotzdem bleibst du eigenständig. Bleibst du in deinem Rhythmus, kannst du dir dein Tempo wählen und das ist mir auch ganz wichtig. Und bist du aber trotzdem in deiner Eigenverantwortung, die Handpan wirklich zu lernen. Ja, soweit von mir und auch über dieses Buch. Und ich hoffe, dass da auch jetzt ein paar Sachen noch dabei waren, die du vielleicht bis jetzt noch gar nicht entdeckt hattest, selbst wenn du das Buch schon hast. Wenn dich meine Arbeit anspricht, dann trete gern mit mir in Kontakt oder schau auch mal auf meiner Website Handpan spielen lernen, was so ich an Kursen anbiete, auch Live-Kurse über den Sommer. Und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns auch mal direkt kennenlernen können. Alles, alles Gute dir und ganz, ganz viel Freude beim Spielen.